Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Torchlight 2. Wir stehen hier mit unserem vollen Equipment, was natürlich nicht sehr schön ist. Und wir dürfen natürlich noch 1 Minute 22 mit Warten zubringen. Was natürlich weniger schnaffte ist, wie es so schön heißt. Und natürlich konnten wir gerade sehen, dass da welche von diesen nervtötende Untötbare. Mann, ich übertreffe mich heute mal wieder selbst. Jedenfalls welche von diesen Tentakeln nicht in Ruhe lassen. Sagt der Typ, der gerade mal wieder mit der Karte gespielt hat. Und jetzt mein Energiestrahl rausgeholt hat. Ja. Wie hieß es nochmal so schön? Zoom, zoom? Aber ich glaube nicht, dass das so gemeint ist. Auf jeden Fall, ich denke, dass wir jetzt diese Quest schaffen von dem Djinn. Und mal sehen, vielleicht schaffen wir es auch in diesem Moment, das Kapitel abzuschließen, indem wir die... Was ist das jedes Mal? Indem wir die Wächterin befreien. Zumindest sollte jetzt nicht großartig was kommen. Er schnappt sich gleich seinen fiesen Feind, vermöbelt ihn. Oder auf jeden Fall werden wir es so durchkommen, wie es eigentlich sein muss. Und irgendwie muss ich noch die Zeit überwinden, indem unsere Mieze wieder da ist. Brave Mieze. Und jetzt wollen wir unser Inventar lernen. Zack und weg. Und es wird Zeit. Wann ich wieder in die Stadt komme, muss ich auf jeden Fall meine ganzen Glutsteine entsorgen. Alles Mist. Ja. 6, 12, 18. Das heißt, der hat dreimal so viel Körperpanzer. Und nochmal mehr Rüstung gegen Körperschaden. Ja. Vitalität. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. 2005? Na, was soll's. Auf jeden Fall. So ist das dann halt. Dann kann das hier weg. Und das kann weg. Hier sieht er schließlich ein Magier. Tja, schade. Meine Waffe ist schon besetzt. Und alle anderen Gegenstände. Naja, wie dem auch sei. Tada. Wie gut, dass die eine halbe Stunde brauchen, bis sie zuschlagen. Und es wäre noch schöner, wenn sie mich treffen würden. Nach Jihanum. Wisst ihr was? Irgendwie habe ich gerade Jerusalem gelesen. Ich habe keine Ahnung, warum. Es war halt so. Und bei solchen Sachen wundert mich echt, was man so kurz liest, wenn man dabei ist. Okay. Wollen wir uns mal vorbereiten? Zack. Okay. Fliegende Zahnräder, dunkle Donnergröllen, schwarze Umgebung, albtraumhafte Kreaturen. Na, wenn das mal kein Ort ist, an dem man gleich Ferien machen möchte. Wo ist mein Picknickkorb? Und wer bist du? Oh nein. Ezrekan. Oh je, geht. Sollen wir dich jetzt vermöbeln? Gott. Gut, jetzt aber. Auf jeden Fall brennen wir ihn ein mit unseren Todeslasern über. Seht ihr? Gott. Und ich denke mal, wenn die Djinns wirklich so stark sind, wie angegeben wird. Oh Gott. So. Wenn die Djinns so stark sind wie angegeben, dann spielt er allerhöchstens mit mir. Ui, was? Jetzt hat der Penner sich wieder geheilt? Nee. Immer diese fiesen Djinns. Jetzt geht's drei von der Sorte? Oh Mann. Spiegelbild. Danke, Spiel.
Gott, lauf! Lauf, du Narr! Ja, dieser Habara. Ja. Da sind sie gerade im Triple abgeschmiert. Oh Gott, was denn noch? Luzerner Hammer. Hat er sich schon wieder geheilt? Och, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wirkt mächtige Zauber. So, machen wir das halt so. Nur Spiegelbild hat sich ausgespiegelt. Oh. Komm, Ezrek, hat sich gleich ausgeäsrekt. Du wurdest geäsrekt. Oh nein, nicht noch einer. Oh je. Hoffentlich kommt auf jeden Fall jetzt nicht die Nummer von wegen. Jetzt musst du mich auch vernichten. Wobei, ne. Glutstein-Kniehose. 38. Wow. Die packe ich erstmal hier hin. Lein-Schulterpolster. 77 Gesundheit und... Nee. Mir fehlt hier die Verteidigung. Ich denke mal, jetzt betrachtet kann man natürlich sagen, ist es gut, dass ich jetzt meine... ganzen Drops durchgehe. Und hier, was kann mir mehr... Ja, das ist am besten. Rein damit. Und da habe ich meine Powerbuchse. Na, mal sehen, was dieser ach so mächtige Djinn zu uns zu sagen hat. Alles ist genau so gekommen, wie ich es wollte. Ich habe meine Lampe der Mirakel. Endlich bin ich frei. Ich gestehe, diese Lampe ist viel wertvoller als ihr Arm. Ezrek Khan hat sie mir vor langer Zeit gestohlen. Und jetzt, da ich beide habe, bin ich frei und meinem ältesten Rivalen überlegen. Was eure Wächterin betrifft, euer Sieg über Ezrek Khan hat die Magie geschwächt, mit der man sie gebunden hat. Ihr solltet ihr jetzt gegenübertreten können. Mein Teil des Handels ist erfüllt. Na, danke schön. Wir mühen uns hier ab und was macht er? Sieht zu und labert irgendwas vom Pferd. Danke. Also, das hier würde noch meinen Elektrizitätsschaden erhöhen. Plus Gift. Erhöht jeden alles Schaden? Oder das hier? Elektrizitätsschaden würde es erhöhen. Und es hat einen ordentlichen Körperpanzer. Dann hätten wir noch den Granitmantel, der Vitalität erhöht und zwar ordentlich. Ja, nehmen wir den. Ich brauche momentan echt viel Vitalität. Denn ich bin vitalisierend. Yep, weg damit. Weil, Eisenfürst? Zwei Teile schon. Gut, das freut mich natürlich. So haben wir schon mal 3% mehr Schaden mitgenommen. Und, wie sehen wir aus? Ja, wir sehen fast aus wie ein Panzer. Gut. Auf jeden Fall wollen wir jetzt nach Serifesh zurückkehren und erstmal die Schatten der Skara abgeben. Hey, passt ja. Auf jeden Fall wollen wir jetzt den Schatten der Skara-Dings da abgeben und... Nö. Das hat mich schon in Torchlight 1 genervt. So, Schwester Esther, dann wollen wir mal. Und dann hat man natürlich deutlich schwächeres Equipment angeboten. Aber man tut's ja nur für die XP. Ihr habt eine Quest bekommen. Was mich aber wundert, warum erzählt die irgendwas von wegen, dass wir Ezrek Khan getötet haben?
Das haben wir nicht. Wir haben ihn nicht getötet, wir haben ihn geschwächt. Das ist alles. Ich heiße euch willkommen. Ihr habt das Problem gelöst. Wunderbar. Wäre es euch nicht gelungen, hätten leicht noch mehr Brutstöcke in der Salzöde infiziert werden können. Ich habe Jasche über euch gesprochen und sie möchte euch in unserem Handelszirkel einladen. Ab jetzt könnt ihr bei ihr seltene Gegenstände kaufen. Zum Sonderpreis natürlich. Wir danken euch. Ihr habt uns einen großen Gefallen erwiesen. Na denn, mal gucken, was die Dame zu verkaufen hat. Jascha die Listige. Ich grüße euch. 16% zurückstoßen, oder? Elementarüberlastung. Ich muss mal kurz gucken, ob ich das nicht schon habe. Brauche ich nicht. 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 Nö. Nein. Ja, was habe ich denn alles nur für einen Schrott gesammelt? So. Elementarbelastung 2. Warum habe ich das eigentlich nie in meine Taskleist gezogen? Bin ich jetzt doof? Kann natürlich sein. Adrenalinstoß. Nö. Stärker als ein Adrenalinstoß. Nö, das gefällt mir nicht. Elementarüberlastung 3. Rein damit. Und dann wollen wir gleich... Wegportal? Nee. Machen wir das auf jeden Fall hier rein. Und das Wegportal kommt dort hinein. Gut, feiner Junge. Und hier? Nö. Erhöht Feuerschaden. 20 Geschicklichkeit. Wir brauchen aber Fokus. Mal sehen. Naja. Waffen? Natürlich nichts. Das ist natürlich alles mal wieder so schön. Und damit ich nicht noch mehr Zeit vergeude, ich habe hier noch eine Kleinigkeit gesehen. Nett. Nett. Ich guck mal kurz. Auf jeden Fall gibt es hier noch irgendwo so ein kleiner Umtausch. Typ. Nö. Ach komm schon, wo war der nochmal? Hier war doch noch so ein... Gemischtwarenhändler? Nein. Wo habe ich nochmal meine... Das ist doch nicht zu fassen. Bewahrte Edelsteine. Nein. Ach, wo war denn das? Das ist ja schrecklich. Ja, der war das. Glücksmünze. Glücksmünze bringt mir nichts, also bitte nicht haten. Das Glück ist mit euch. Hä? Ihr habt Glück. Was habe ich jetzt gemacht? Aus Glutsteinsplitter? Hm. 3% schnellerer Angriff. Nee. Das ist Mist. Ach komm schon. So, so und so. Das Glück ist auf eurer Seite. Das hat was. Und dann noch einer, den ich nicht brauchen kann. Hier, sowas zum Beispiel. Das Glück ist auf eurer Seite. Wenn ich... Das hätte doch mal was. Aber nein. Und? Komm. Das Glück ist mit euch. 104 Gesundheit. Krass. Also das ist wirklich gut. Jetzt muss ich nur noch ordentlich was finden. Was ich hier verzaubern kann, verzaubert Gegenstände. Was habe ich hier neu hinzugefügt? Das hier. Und jetzt rein mit der Kohle. Das Glück ist auf eurer Seite. 8 Rüstung gegen Körperschaden.
Das Glück ist mit euch. 14 sogar. Fein. Das gefällt mir natürlich. Und ja, wir wollen uns natürlich wieder nicht zu lange aufhalten. Und back in action, wie es so schön heißt. Halt. Stopp. Ich heiße euch willkommen. Ja, das kommt weg. So können wir uns wieder mehr... Welcher Stufe ist das jetzt? 9. Und das können wir natürlich nicht erhöhen. Schade. Schockbolzen ist zwar nett, aber... Ich denke, ich werde hier drauf skillen. Na also. Wie dem auch sei. Ich werde wahrscheinlich mehr mit Elementarüberlastung arbeiten. Und... 8 Elektrizitätsschaden und Gesundheit bei Treffer gestohlen. Gegen? Nee, ich denke mal, ich überlasse es erstmal meinen Drops und... Wie ich sehe, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Typisch. Aber was soll's. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Öde Salz. In die Salzöde. Und natürlich dürfen wir wieder hier zurücklatschen. Durch erstmal das leere Viertel. Danke dafür, Spiel. Vielleicht hätte ich mir auch irgendwo... Hätte ich mich erst einmal irgendwo in ein Tor begeben dürfen. Aber nein. Naja. Hinterher ist man immer schlauer. Und? Was besonders schlau ist? Nein. Angeln bringt mir eh nichts, aber ich versuch's trotzdem. Nein, darauf wollte ich nicht hinaus, denn... Da. Tada. Krabbenei. Toll. Das hilft mir wieder nicht weiter, aber... Naja. Die Zauberei der Zauberei. Das macht keinen Sinn. Und ich muss die Minuten füllen. Naja, nein, eigentlich nicht. Ich versuche hier erstmal hinzukommen. Und mich... Na komm. Warum habe ich eigentlich nicht so ein normales Portal genommen? Tja, da hat wohl jemand geschlafen. Naja. Sind wir wieder in der Salzöde, der fertig erforschten. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir jetzt die Wächterin endlich mal freisetzen können, wahrscheinlich leider erst in der nächsten Folge, dann werden wir es auf jeden Fall hinter uns haben. Da, warum habe ich das nicht gemacht? Himmelherrschaftszeiten. Naja, wir begeben uns auf jeden Fall in diese entsprechende Richtung. Und mal gucken, ob ich das vielleicht in 3 Minuten nochmal schaffe. Wobei, ich bin bereit, bis 22 Minuten zu gehen. Sollte jemand das Interesse haben, meine Folgen so lange sehen zu wollen. Wir werden ja sehen. Genauso wie ich sehen werde, wo ich jetzt hin muss. Ah, natürlich wieder in ein Spezialgebiet. Ah ja. Das war doch... Da war ich doch schon vor einigen Folgen, aber da war es noch nicht getriggert. Wie es so schön heißt. Und hier liegen die gammeligen Leichen. Die trockenen Leichen. Wir sind ja schließlich in einer Wüste. Seht ihr? Jetzt macht sich's auf und wir sind gleich in diesem Gebiet. Dann wollen wir mal die Wächterin befreien. Was? Doch nicht. Haha, du bist tot. Und man kann sehen. Wow. Nein, das wird wohl doch nichts mehr. Aber hier. Die sind mit einem Schlag tot. Jetzt weiß ich auch, woher der Name Ezo hier kommt. Mal waren sie da, dann waren sie Ezo hier. Oder auch nicht. Zumindest brauche ich nur meinen Laserstrahl auspacken und weg sind sie. Like a boss. Oder wie kann man das nennen? Naja. Ach stimmt, ja, ich habe ja nicht den Super-Zauberstab genommen, sondern das, was meine Lebensenergie erhöht. Naja, wie dem auch sei, ich guck nochmal ganz kurz... Ich guck nochmal ganz kurz, was meine Level sagen. 36. Und in 3 Leveln kann ich die Superbuchse tragen. Fein. Oder auch nicht fein. Das ist hier die Frage. Pah, Anfänger. Dieser Skill war wirklich großartig. Den hätte ich eigentlich schon viel früher sammeln müssen.
Und gegen die Esso hier kämpfe ich lieber. Also gegen irgendwelche Insekten. Oh, ich habe diesen Moment gehasst. Als ich gegen die kämpfen musste. Gut. Böse. Also. Das war aber nix. Jetzt sie. Na denn. Hm? Was war das denn gerade? Wo habe ich auf einmal den ganzen Schaden einkassiert? Das war aber nix. Anscheinend hat er... Anscheinend haben die irgendwas zurückgeworfen. Tja, wie dem auch sei. Da fliegst du hoch, wa? Wie heißt es so schön, wenn man einen Roboter bekämpft, da fliegt der glatt das Blech weg. Oh Gott, was war denn das? Alter Schwede. Was war denn das gerade? Warum ist mir meine Gesundheit so nach unten gesackt bei den Manaschen, bei den Scheusalen? Junge, Junge, Junge. Aber da sich die Folge jetzt wirklich langsam zum Ende neigt, möchte ich das mit einem kleinen Feuerwerk beenden. Na also, indem ich noch ein paar Esel hier schlafen lege. Und ja, das soll es dann erst einmal gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.